Moin, mein Name ist Ingo Wiegmann, ich bin einer von drei Pastoren hier in Hage. Und mit diesen Videos wollen wir ja Kontakt zu Ihnen halten und aufbauen, hier in der Kirchengemeinde, aber auch darüber hinaus. Seien Sie herzlich willkommen. In unserer Hager Kirche, wir haben eine 800 Jahre alte Kirche hier, eine alte ostfriesische Wehrkirche, die schon unwahrscheinlich viel erlebt hat. Sturm, Fluten, Häuptlingsgemetzel, Pestwellen, alles hat diese Kirche überstanden. Und wir haben hier in dieser Kirche über mir, das können Sie jetzt gerade gar nicht sehen, macht nichts, ich beschreibe es Ihnen, ein altes Triumphkreuz. Wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert. Und dort ist Jesus am Kreuz zu sehen, mit seinem ganzen Leiden, mit den Schmerzen, mit seinen Wunden. Und ich gebe es zu, manchmal, wenn ich hier in der Kirche bin und gar nicht Gottesdienst halte, sondern selbst im Gottesdienst bin, schaue ich mir das oben an und denke, das ist schon ganz schön blutrünstig, wie damals die Künstler das dargestellt haben. Ein bisschen ähnlich ist das auch, wenn Sie da mal schauen, an unserem Altar. Auch da ist die ganze Passionsgeschichte in Bildern dargestellt. Insgesamt 5 Bilder. Man könnte daraus richtig so eine Art Comic bis zur Kreuzigung hin und dann auch zur Auferstehung. Und auch dort ist das Kreuz sehr plastisch dargestellt. Richtig mit Lanze und allem drum und dran. Damals auch eine Zeit, wo man sehr viel Leid gehabt hat und wo man das dann eben auch sehr leid- und schmerzvoll dargestellt hat, die Kreuzigung des Herrn. Wir haben bei uns in der Kirchengemeinde ein Aufstellkreuz, sozusagen ein mobiles Kreuz zu mitbringen. Wenn wir irgendwo einen Ortsgottesdienst haben oder auch in anderen Situationen, können wir das unter den Arm klemmen und mitbringen und hinstellen. Und wir hatten uns eine Zeit lang überlegt, wir wollen ein schickes, ein schönes mit Messing oder Gold oder irgendwie so modern oder handgetöpfert oder mit Fliesen oder Glas oder irgendwie, wollten wir ein tolleres Kreuz, ein schickeres Kreuz haben. Und dann hat mein ehemaliger Kollege Wolfgang Weth eine Passionsandacht gemacht und hat sie zu diesem Mitbringkreuz gehalten. Ich zeige es Ihnen mal. Und dieses Mitbringkreuz ist uralt. Wir können gar nicht sagen, von wann es ist. Und er hat es dann beschrieben. Hier kann man es vielleicht sehen, ich weiß es nicht, ist der Arm schon immer wieder abgebrochen. Ich glaube, seit ich hier bin, 5, 6 Mal mit Tesafilm zugemacht. Jetzt hat das ein Schreiner richtig schön geklebt, um es ehrlich zu sagen, das wird bald wieder kaputt gehen. Die Proportionen des Christus am Kreuz passen überhaupt nicht. Die Beine sind viel zu klein, der Oberkörper ist viel zu groß. Das war jetzt nicht der größte Künstler aller Welt, der das gemacht hat, aber gut, dass wir es haben. Und dann hat er auch noch eine abgebrochene Nase, die haben wir auch noch gar nicht fertig wieder restauriert und wahrscheinlich werden wir es auch nicht mehr machen. Unser Kreuz, unser Christus am Kreuz hat keine Nase mehr. Und dann hat er gesagt, wozu, also Pastor Weth hat dann gesagt, wozu brauchen wir eigentlich ein neues, schickes Kreuz? Im Grunde genommen ist das doch eigentlich der Passion viel angemessener. Unser Hager Mitbringkreuz Jesus ist eben nicht schön und nicht bombastisch und triumphal und wunderbar und glatt oder wie ein Model. Unser Hager Jesus am Kreuz, am Mitbringkreuz, der ist ganz schön ramponiert. Und irgendwie passt das auch zur Kreuzigung damals. Und es passt auch zu dem, dass wir manchmal unser Kreuz auch tragen müssen. Und vielleicht ist es auch ein Trost zu wissen, dass der Gott, an den wir glauben, dass der ein Gott ist, der Angst kennt, der Schmerz kennt, der Leid kennt. Und deswegen kann er uns verstehen, deswegen können wir uns immer an ihn wenden.
Alles Gute und Gottes Segen.